Was SPDler nie sagen würden. Sie da, Genosse, ja. Kommen Sie mal. Auch ein Pilz oder was? Nee, Bierchen ist nicht so meins. Mein Traumjob? Ja. SPD-Kanzlerkandidat. Aber nur, wenn ich gegen Merkel antreten darf. Gerhard Schröder, ne? Hm? Der steht für sozialdemokratische Werte wie kein anderer. Mhm. Der hat sich auch nie verkauft. Hm. Immer auf dem Teppich geblieben. Gut, dass er noch so viel Wahlkampf für uns macht. Mhm. Willy Brandt war total überbewertet. Gott, ja. Mehr Demokratiewagen. Ich kann's nicht mehr hören, ey. Der Sigmar sollte dazu mal ein Interview geben. Ja, das wäre hilfreich. Ne? Ja. Currywurst? Mhm. Das passt nicht zu uns. Ich will Oskar Lafontaine zurück. Unsere Herzkammer NRW, die werden wir immer rocken. Und warum? Weil wir immer noch die Partei des kleinen Mannes sind. Und die Wähler wissen das auch. Was ich gegen schlechte Laune mache? Ha? Ich google die Umfragewerte von Martin Schulz. Ja, und ich habe auch wirklich kein Problem damit, dass die CDU für alles die Lorbeeren einstreicht. Gottes Willen. Nee. Steinmeier. Ich liebe ja Bundestagswahlen. Ich auch. Ich freue mich schon auf die Wahlabende. Die machen immer total Laune. Richtig. Oh, lass davor noch mal mehr die Agenda 2010 thematisieren. Gute Idee. Ich hoffe ja auf eine GroKo. Nur gute Erfahrungen mitgemacht. Wobei wir auch viele andere Optionen haben, um an der Macht zu bleiben. Oh, stimmt. All I do is win, 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 no matter what.